Denn ich will Ihnen mal ein konkretes Beispiel zeigen. Da regieren übrigens Linke und Grüne und SPD gemeinsam in diesem Bundesland. Nur noch mal zur Erinnerung, auch wir hätten hier diese Mehrheit, nämlich in Berlin. In Berlin wird im kommenden Jahr ganz konkret eine vierköpfige Familie um 400 Euro entlastet. Das sind 400 Euro mehr, ganz konkret, als es hier in Brandenburg der Fall sein wird. Und ich will Ihnen das erklären, ich will Ihnen das auch nachweisen. Erstens, in Berlin gibt es ein Mietmoratorium, das entlastet die Menschen ganz konkret. In Berlin gibt es schon lange ein kostenloses Schulessen, in Brandenburg wollen Sie ja nicht mal die Deckelung, obwohl wir jetzt mittlerweile von Kosten für zwei Kinder bei ungefähr 200 Euro sind, beispielsweise in Potsdam. In Berlin gibt es das Schülerticket kostenfrei, in Brandenburg müssen Eltern zweier Kinder mindestens 52 Euro dafür bezahlen. In Berlin gibt es ein 29-Euro-Ticket. In Brandenburg gibt es es nicht. Warum nicht? Weil die Koalition sich nicht einigen konnte oder weil sie immer noch bockig sind, dass Frau Giffey, ihre Parteikollegin Herr Keller, das einfach mal gemacht hat, ohne mit ihnen zu reden. Das ist eben auch der Unterschied und ich sage Ihnen das auch. Berlin hat einen Energiezuschuss angekündigt. Auch das gibt es hier in Brandenburg nicht. Und bei all diesen Maßnahmen ist ein Härtefallfonds nicht dabei, ist ein Wärmenetzwerk nicht dabei, das es in Berlin gibt, und eine Kulturkarte für junge Menschen, die ganz konkret entlasten würde. Und ich sage Ihnen, das ist eben der Unterschied. Es gibt Sie, die groß ankündigen, einen großen Sack Gold hinstellen und sagen, daraus werden wir dann mal verteilen, wir sagen euch aber noch nicht wann und wie. Und es gibt die Landesregierung, die ganz konkret handeln wie das Land Berlin. In Berlin werden die Menschen konkret entlastet um 400 Euro, in Brandenburg nicht.